Das Internationale Frauencafé ist ein Projekt für Flüchtlingsfrauen in Nürnberg, also speziell für Frauen mit Duldung oder Aufenthaltsgestattung, das heißt Flüchtlingsfrauen, die keinen sicheren Aufenthalt haben in Deutschland und für ihre Kinder. Welche Angebote können die Frauen und deren Kinder denn hier nutzen? Wir haben verschiedene Angebote. Ein Angebot ist das Café in der Villa Leon. Das ist so das Zentrum vom Internationalen Frauencafé. Das ist jeden Mittwochnachmittag, jetzt von 1 bis 3 und offen für alle Frauen, auch für deutsche Frauen. Und da gibt es regelmäßig Informationen, Vorträge und das alles in netter Atmosphäre bei einem kleinen Buffet. Und für die Kinder gibt es da eine spezielle Kinderbetreuung, auch mit verschiedenem Angebot. Und daneben machen wir Beratung, also ausländerrechtliche, soziale, auch psychosoziale Beratung und vermitteln zu anderen Stellen, sind in Kontakt mit Ärzten, Anwälten und so weiter. Und wir bieten auch eine Beratung an für Mütter und schwangere Flüchtlingsfrauen, wenn die noch Fragen haben, welche Leistungen bekomme ich oder zur Hebamme und so weiter. Und dann machen wir Kurse, also zurzeit vor allem einen Deutschkurs. Und ein Internetcafé bieten wir auch an in der Zeltestraße 18. Internetcafé kann man einfach nutzen, Freitagvormittag für E-Mail schreiben, im Internet irgendwas machen, was man möchte. Aber die Frauen nutzen es vor allem zur Wohnungssuche und Jobsuche und da ist dann auch immer jemand von uns dabei. Welche Beweggründe bringen Frauen denn dazu, ihre Heimatländer zu verlassen? Also Frauen haben ganz unterschiedliche Gründe, natürlich speziell auch geschlechtsspezifische Verfolgung. Also wir hatten letztens zum Beispiel eine Klientin aus dem Iran, die eine Lesbe ist und verfolgt wurde und hier auch erstmal nicht anerkannt wurde. Und mit der zusammen haben wir ganz lange gekämpft, mit ganz viel Öffentlichkeitsarbeit, Pressearbeit. Die hat es dann letztendlich geschafft. Aber sowas haben natürlich dann speziell Frauen oder auch Vergewaltigung oder drohende Gewalt oder Zwangsverheiratung oder drohende Genitalverstümmelungen. Und ansonsten die gleichen Themen wie Männer, also Krieg, Not, keine Zukunft für die Kinder, keine Chancen, irgendwie auf ein sicheres Leben. Nach ihrer Ankunft in Deutschland werden die Frauen zunächst in Erstaufnahmeeinrichtungen untergebracht. Dass diese oftmals in desolaten Zuständen sich befinden, ist ja hinlänglich bekannt. Inwiefern stellt das eine zusätzliche Belastung zu möglichen traumatisierenden Fluchterlebnissen für die Frauen dar? Also für viele Frauen ist es natürlich eine zusätzliche Belastung in den Flüchtlingslagern aus ganz verschiedenen Gründen. Es sind einfach viele Faktoren, die da zusammenkommen. Es ist einmal, dass es gedacht ist, dass man da nicht lange wohnt, aber viele sind da über Jahre, manche sogar Jahrzehnte drin. Dann ist es häufig sehr eng. Also wenn man in der Familie kommt, gibt es oft nur ein Zimmer, das ist sehr eng. Und dann insgesamt im ganzen Flüchtlingslager ist es häufig sehr eng. Man muss sich alles teilen, also sprich Klo und Dusche und Küche wird geteilt. Es treffen einfach ganz viele verschiedene Leute, natürlich aus ganz vielen verschiedenen Zusammenhängen zusammen, die verschiedene Vorstellungen von Leben haben. Und das eine sind vielleicht junge Leute, die abends auch mal laut sein wollen, und das andere sind Familien, oder das Baby nicht schlafen kann. Also es kommen wahnsinnig viele Stressfaktoren zusammen und das eben in Häusern, die dafür nicht gemacht sind. Also es sind manchmal nur Baracken oder Container, die nicht gut isolieren, weder Wärme, Kälte noch eben Lärm und Schall. Und oft sind die sehr abgelegen, die Häuser. Das lässt auch viele verzweifeln, weil es dann natürlich viel schwieriger ist, alles zu erreichen. Die Ärzte, Kindergarten, Schule und einfach Kontakte zu bekommen. Und wenn es in irgendwelchen Dörfern ist, dann gibt es da einfach sehr wenig Infrastruktur oft. Das ist sehr teuer, überhaupt bis zum nächsten Ort zu kommen. Und Deutschkurse sind da erst recht Mangelware auf dem Land. Und ja, es klagen viele eben über diese Isolation, dass sie sich sehr, sehr alleine fühlen und einfach nicht willkommen. Ja, und für die Frauen speziell ist es halt da noch die Schutzlosigkeit, dass man teilweise die Zimmer nicht absperren kann. Hatte ich heute erst wieder eine Frau, die erzählt hat von ihrer 15-jährigen Tochter, die jetzt alleine ein Zimmer hat, was gut ist, aber sie haben nach einem Schlüssel gefragt und weil sie keinen Schlüssel bekommen, jetzt hat die Tochter wiederum Angst, dass irgendwelche fremden Männer kommen. Ja, ganz viele Faktoren, die das oft zusätzlich erschweren, vor allem wenn man schon traumatisiert ist und vorbelastet ist, wo man eigentlich dann einen Ruhe- und Schutzraum braucht, so, um sich irgendwie erholen zu können. Berichten die Frauen denn häufig über fremdenfeindliche Anfeindungen oder rassistische Gewalterfahrungen, die sie hier in Deutschland gemacht haben? Inwiefern ist das ein Thema? Also es ist immer wieder mal Thema, dass Frauen was erzählen in der U-Bahn oder mit Nachbarn oder beim Arzt oder bei anderen Stellen oder Ämtern. Also bei den Frauen ist es aber
meine ich, sehr durch die Existenzangst, also durch vor allem durch die Angst vor der Abschiebung überschattet. Also das ist immer das Hauptthema. Also wie kann ich hier sicher sein? Ich habe Angst, dass ich zurück muss und die Probleme dann im Alltag und mit den Ämtern und die Geldsorgen und die Sorgen eben um die Sicherheit der Kinder und so weiter. Das ist so das große Ding. Also das ist, denke ich, im Vordergrund. Sobald den Bewerberinnen dann Asyl gewährt worden ist, können sie die Sammelunterkünfte verlassen und sich eine Privatwohnung suchen. Wie viele Frauen verschlägt es denn Ihres Wissens nach in die Südstadt? Also das ist auch schwierig zu sagen, aber es sind schon einige in der Südstadt, wenn ich jetzt so das im Kopf mal überschlag von den Adressen her. Da ist natürlich auch das Gleiche, dass die ja oft nach sehr, sehr, sehr günstigen Wohnungen Ausschau halten müssen und das dann schon auch öfter mal weiter außerhalb ist, ne, oder Langwasser oder so. Und glauben Sie, dass es für die betroffenen Flüchtlinge vielleicht von Vorteil ist, in so einem internationalen Stadtteil wie jetzt eben der Südstadt zu leben? Kann das vielleicht gerade am Anfang eine Art Halt geben oder eine Stütze sein? Ja, ich denke, das hat auf jeden Fall Vorteil, in einem internationalen Stadtteil zu wohnen. Einfach schon, weil man nicht so auffällt und weil die Leute es gewöhnt sind, dass da Leute aus verschiedenen Ländern und Kulturen rumlaufen. Die Kindergärten sind dann gemischter, die Schulen. Es gibt auch einen türkischen Laden zum Einkaufen oder einen afrikanischen Laden. Also dann, dadurch, denke ich, fühlt man sich auf jeden Fall schon viel wohler. Und die ist ja wichtig, dass man eben solche Plätze auch erreichen kann oder dass auch auf den öffentlichen Plätzen normal ist, wenn da auch dunkelhäutige Kinder spielen und nicht nur überall die quasi Bio-Deutschen sind. Also ich glaube, das ist schon ein großer Wohlfühlfaktor auf jeden Fall. Wir sprachen mit der 25-jährigen Enab, die vor einem Jahr gemeinsam mit ihrem Mann aus Aserbaidschan nach Deutschland kam. Sie erzählt, warum sie damals aus ihrer Heimat geflohen sind. My husband has some problems. Zu Hause in Aserbaidschan hatte mein Mann einige Probleme aufgrund seiner Tätigkeit als Journalist. Wir wollten Aserbaidschan nicht verlassen, weil wir unser Heimatland lieben, aber es war die einzige Möglichkeit. Deshalb sind wir hergekommen. Seit knapp einem Jahr lebt Enab mit ihrem Mann und ihrem mittlerweile 10 Monate alten Sohn nun schon in einem Flüchtlingslager in Speinau. Mittlerweile haben sie und ihre Familie sich gut in Nürnberg eingelebt. Einige Dinge bereiten ihnen dennoch nach wie vor große Probleme. Allen voran möchte sie die Gemeinschaftsunterkunft, in der sie und ihre Familie seit ihrer Ankunft in Deutschland untergebracht sind, endlich verlassen und in eine eigene Wohnung ziehen. It is not so good place, but Es ist nicht sonderlich schön hier, aber was soll man tun? Wir müssen ja irgendwo leben. Es ist schlimm dort, weil man sich alles mit jedem teilen muss. Die Toiletten, das Badezimmer, die Küche. Die Leute kommen aus so vielen verschiedenen Ländern und der Umgang ist manchmal schwierig, weil jeder verschiedene Traditionen und Kulturen hat und die Menschen verschiedene Sprachen sprechen. Das ist nicht so leicht. Aber wir müssen das in Kauf nehmen, wenn wir hier sein wollen. Aber es ist nicht alles schlecht. Es gibt hier auch andere Familien aus Aserbaidschan, mit denen unterhalten wir uns und unternehmen etwas. Alleinsein ist schlimm. Am Anfang hatten wir keine Freunde und wir kannten niemanden. Das war sehr schwer, wenn man das Land nicht kennt und nicht weiß, wo man hingehen soll oder wo man einkaufen gehen kann. Aber jetzt haben wir unsere Plätze und kennen viele Leute. Es ist also nicht mehr so schlimm, aber ich vermisse meine Freunde und Verwandten in Aserbaidschan. Das ist schon schwer, aber was soll man machen? Die junge Frau wartet nach einem Jahr immer noch auf ihre Anerkennung als Flüchtling. Im Falle einer Abschiebung werden sie und ihre Familie mit einer Reihe negativer Konsequenzen konfrontiert. Wenn wir zurück müssten, hätte mein Mann keine Aussichten darauf, eine Arbeit zu bekommen und wir hätten sehr viele Probleme. Das wäre nicht gut. Deshalb warten wir weiterhin auf eine Anerkennung und hoffen, dass wir hier bleiben können. Dann würde alles gut werden. Aber ich weiß nicht, was kommen würde, wenn wir zurück müssten mit unserem Baby und ohne Aussichten auf Arbeit. Doch auch hier in Deutschland können weder sie noch ihr Mann einer Tätigkeit nachgehen. Grund ist das bestehende Arbeitsverbot für AsylbewerberInnen, das in Deutschland bis zur Flüchtlingsanerkennung gilt. The most problems is that we are not working.
Das größte Problem ist, dass wir nicht arbeiten können. Besonders für meinen Mann ist es schlimm, weil er in Aserbaidschan immer viel gearbeitet hat. Das geht jetzt nicht mehr und es tut ihm nicht gut, den ganzen Tag zu Hause zu sein. Ich darf auch nicht arbeiten, aber ich möchte gern in meinen Beruf zurück. Im Moment habe ich ja noch ein kleines Baby, aber in 2 oder 3 Jahren möchte ich gerne wieder arbeiten. Ich hoffe, dass man mich lässt. Maybe after 2 years or 3 years I may work. I hope. Für die Zukunft wünscht sie sich neben Gesundheit und Zufriedenheit für ihre Familie vor allem eins. Ich wünsche mir für mich und für alle anderen, die nach Deutschland gekommen sind, dass alles gut wird. Jeder, der flieht und hierher kommt, tut das aufgrund vieler schwerwiegender Probleme. Und ich wünsche all diesen Leuten, dass diese Probleme nach 5 oder 7 Jahren für sie kein Thema mehr sein müssen und dass jeder hier glücklich leben kann.